Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Radtropolis. Heute zeige ich euch, wie ihr mit dem Generalanführer Level 30 erreichen könnt. Ihr seht, habe ich schon ein bisschen mit ihm gespielt. Wir nehmen jetzt einfach mal random die Küste. Ohne Verschmutzung, denn das brauchen wir jetzt nicht. Das Gebiet ist eigentlich egal. Also klar, im Wald könnte man schneller mit den Einheiten vom General leveln. Aber das tut die nächste Sache. So, als allererstes versucht man möglichst viel Geld zu haben, indem man seine Handkarten durchschaffelt. Dabei muss man gucken, was man ausspielt. Und dann reloadet man einmal alles, was man hat. Indem man immer wieder auf Shuffle klickt. Der Töpfer ist natürlich das Wichtigste, aber auch Käse sollte man immer einen auf der Hand halten. Die Jagd braucht man zu Beginn nicht und Einheiten muss man am Anfang auch nicht ausspielen. Dabei sollte man immer so ein bisschen auf sein Geld achten, wie viel man noch hat. Nicht, dass sich das Shuffeln überhaupt nicht mehr lohnt an dieser Stelle, aber allein durch das Getreide, was man ausspielt, was halt, wie man hier seht, hier oben sehr, sehr viel bringt, kommt man sehr schnell an Geld. Dauert halt ein bisschen, ehe man es hat. Jetzt muss man gucken, jetzt habe ich keine Arbeit mehr. Und die Einheiten, die Gegner kommen von links. Aber auch das kriegen wir hin. Müssen jetzt nur mal schauen, dass wir noch eine Einheit ausspielen können. Das heißt, wir spielen jetzt einfach hier, da und direkt hinterher eine Jagd, weil dadurch kriegen wir mehr Kopfgeld, wenn wir die Einheiten töten. Und gerade an der Stelle ist das ziemlich praktisch. Ansonsten am Anfang einfach so oft durchschaffeln, wie nur geht, damit man an Sachen kommt. So, jetzt haben wir natürlich hier Anführerlevel, das ist natürlich das Beste, aber erstmal gucken, was gibt es für Einheiten? Rettung plus eine Ratiz erhält eine Gefahrenkarte. Das ist die geilste Karte überhaupt für das Erste, was man bekommen kann. Denn damit erhöhen wir die maximale Anzahl an Ratizen, die wir haben. Die sollten wir auch so oft ausspielen, wie es nur geht. Nachteil, wir bekommen natürlich die Gefahrenkarte. Womit vier weitere Feinde erscheinen, finde ich persönlich nicht als Nachteil, ab einem bestimmten Punkt schon, denn für jeden Gegner, den wir zusätzlich besiegen, kriegen wir natürlich auch mehr Gold. Und von daher ist es gerade für den Anfang in diesem Fall eine sehr, sehr, sehr positive Wendung geworden. Wir können nochmal reloaden. Getreide, Käse bringt uns gerade nichts, aber wir können die Rettungskarte direkt ausspielen. Und dann erscheint schon der Händler. Denn das ist der Sinn von dem Shuffle am Anfang, dass wir möglichst an den Händler kommen. Wir kriegen eine zweite Rettungskarte. Wir brauchen sie allerdings nur einmal. Das heißt, zweimal bringt uns jetzt nicht so viel. Plus 5 Gold für jede Einheit, die dieses Gebäude passiert, ist jetzt, kann man machen, ist jetzt Arbeit nach 30 Sekunden plus 100 Gold, für die nächsten 30 Sekunden minus 50 Bewegungsgeschwindigkeit für Verbündete. Es ist eine Karte, die sehr viel Gold bringt, kostet allerdings auch 3 Arbeit, was wir uns zu dem Zeitpunkt nicht wirklich leisten können. Das heißt, effektiv sind alle Karten, die es jetzt gibt, nicht so wirklich sinnvoll. Das ist ein Problem, umso öfters man spielt, umso mehr Karten schaltet man frei und dann ist natürlich das RNG schlechter, um die Karten zu bekommen, die man haben möchte. Deshalb machen wir einfach so weiter, wie wir bisher gemacht haben, ohne die Karten vom Händler. Gegner kommen von links. Wir schauen mal, dass wir da was hinkriegen. Wir schaffen nochmal durch. Ich hoffe, wir haben jetzt zwei Einheiten. Immer noch nicht. Das ist jetzt zwar doof, aber dann müssen wir halt mit dieser Einheit einleben, die wir boosten. Dafür ist die Heldenfähigkeit da. Und wir klicken hier weiter durch. Der Töpfer zuerst. Die Jagd bringt uns gerade nichts. Das heißt, wir spielen die Gefahr auf die linke Seite aus. Und ab sofort schaffen wir nicht mehr, weil jetzt ist das Schaffen teurer, als es vorher der Fall war. Wir hoffen, wir kriegen noch eine zweite Einheit. Ja, perfekt. Habe ich es glatt glücklich schon verkackt. Ich habe so früh die Karten ausgespielt, ne? Ja, der hat's überlebt. Das ist schon mal schön. Jetzt müssen wir auf jeden Fall Einheiten ausspielen und Einheiten ins Deck packen. 120 Sekunden in der Karte kriegen oder ein Gladiator. Das ist jetzt gerade schwierig, denn der Gladiator ist eine sehr, sehr, eine recht starke Karte, vor allen Dingen, weil er sich halt selbst wieder hochbufft. Gerade am Anfang ist es geil, so länger man den Gladiator stehen hat, umso mehr Leben hat er am Ende. Der Markt allerdings gibt uns immer wieder Karten, sodass wir ein besseres RNG kriegen. Wir nehmen jetzt aber einfach den Gladiator mit, weil wir brauchen starke Einheiten. So. Dann reshuffeln wir und da haben wir schon den ersten Gladiator. Den setzen wir hier hin, weil wir haben dort nur eine Karte. Dann das. Das Getreide packen wir hinterher. Wie sieht, haben wir da oben schon einiges. So, jetzt werden wir nicht neu shuffeln, sondern wir warten, bis das geladen ist.
Wir haben jetzt 4 Einheiten und hier haben wir auch 2 Einheiten, das heißt, das müssen wir ein bisschen upgraden. Aber dafür haben wir das, dann kommt das Milizschild und hier drüben setzen wir die Wache hin. Das heißt, wir haben jetzt 2 Fernkämpfer und hier haben wir einen Fernkämpfer und 2 Tanks. Und mit jeder Runde wird natürlich das Neuziehen auch teurer, was natürlich auch im späteren Verlauf einfacher ist. So, hier machen wir noch eine Einheit hin. Und hier setzen wir eine Gefahr aus, damit wir dort auch ein bisschen Geld kriegen und die Gefahr nicht so oft geschaffelt wird. Denn das sind sonst auch tote Karten auf der Hand. Sonst können wir die zweite Gefahr hier ausspielen. So, jetzt haben wir Auswahl. Erhalte 2 Käsekarten, erhalte Getreidekarten oder 300 Gold. Der Tatsache geschuldet, dass wir nur 3 Käsekarten im Deck haben und wir immer mehr Karten ins Deck bekommen, werden Käse im Laufe des Spiels immer schlechter. Das heißt, die bringen uns jetzt nicht wirklich was, deswegen nehmen wir die Getreidekarte. Die gibt wenigstens effektiv Geld. Dann können wir eine Karte entfernen oder eine Segenkarte oder eine Hauskarte. Haus bringt uns nicht viel, weil wir kriegen dadurch nur Ratizen und wir haben aktuell eine Karte, mit der wir endlos Ratizen kriegen. Das heißt, wir nehmen eine Segenkarte. Damit können wir bestimmte Karten boosten, dass sie günstiger werden, dauerhaft. So, dann bringen wir direkt das rein, das rein, das rein. Dort kommt bereits eine Einheit. Dort kommen Einheiten. Das heißt, uns bringt gerade die Gefahrenkarte nichts. Wir warten einfach, bis die Karten durchgelaufen sind. Da ist wieder eine Einheit gestorben. Das ist aber auch nicht so schlimm. Dann spielen wir direkt die Segenkarte aus und wir können eine Karte reduzieren. Man könnte jetzt sogar anfangen, die Käsekarten im Preis zu reduzieren. Es ist aber tatsächlich sinnvoller, wenn man die Karten reduziert, die man sowieso jedes Mal ausspielt, wenn man sie auf der Hand hat. Also Käsekarte wäre der Fall. Ich nehme jetzt aber gerade die Rettungskarte. Denn dann wird sie praktisch kostenlos für mich. Das upgraden wir mal, weil wir haben 2 Einheiten auf der Hand. Packen hier einen Gladiator hin, dann haben wir 3 Einheiten hier. Dort haben wir 4 Einheiten, das heißt, da ist jetzt auch eine 4. hin. Getreide spielen wir aus. Und dort kommt eine Einheit, dort kommt nichts. Das heißt, wir spielen die Gefahr darüber. So, die Jagd machen wir gleich. Und zwar, sobald die dort vorne kämpfen. Dich setzen wir hin, dich setzen wir hin. Und jetzt kommt die Jagd dazu. Und dann können wir gleich noch eine Gefahr auf der Seite dazu spielen. So, weiter geht's. Das haben wir 3 Käse. Das ist eigentlich eine schöne Sache. Da kommt Getreide dazu. Wir können eine Karte entfernen. Wir kriegen 200 Gold oder wir kriegen Anführerlevel und verlieren die Hälfte unseres Goldes. Wir nehmen das Anführerlevel mit. 300 Gold ist jetzt zwar an der Stelle viel, vor allem wenn der. Das ist ärgerlich, wenn der Händler direkt danach kommt. Aber gut, was soll es? So, jetzt gucken wir mal, was gibt es für eine Karte. Abriss, verwandle das ausgewählte Gebäude in eine kurze Gebäudekarte und halte sie direkt auf der Hand. Na, das ist ja nicht so sinnvoll. Erzeuge für die nächsten 5 Sekunden eine Aura im 7-Bereich, die Bewegungsgeschwindigkeit erhöht. Ist ja auch nicht so sinnvoll. Nö, das heißt, wir nehmen wieder eine Segenskarte mit. So, was hast du noch vor uns? Plus 1 Anführerfähigkeit oder eine zufällige Militärkarte. Wir nehmen den Anführer mit. Dann reloggen wir nochmal fix ab. Stopp, erst der Töpfer, dann upgraden wir noch eine Karte, dass sie günstiger ist. Und dann nehmen wir einfach den Töpfer, weil den spielen wir sowieso aus und dann kostet er halt 0. Dann ist es einmal gratis Geld. So, und jetzt gucken wir mal, was gibt es denn für Karten? Arbeit nach 60 Sekunden plus 1 Kopfgeld. Das ist eine schöne Karte, weil das Kopfgeld erhöht natürlich alles, was wir an Geld kriegen. Oder wir upgraden eine Karte auf unserer Hand. Nee, ich glaube, wir nehmen das Gesucht mit für mehr Geldeinkommen. Wir nehmen einfach beides mit und wir nehmen den Markt mit, weil der Markt gibt uns natürlich mehr RNG. Und hier drüben haben wir jetzt 4 Einheiten. Jetzt haben wir 5 Einheiten dort stehen. Dann reloaden wir die Hand, fragen direkt das Gesucht raus. Die Jagd ist jetzt eine Sekunde zu spät. Da kommen wir sie aber neu ausspielen. Das heißt, wir setzen ja noch Gladiator daneben und jetzt auch die Jagd. Vielleicht etwas zu früh, aber das passt schon. So, dann den Markt packen wir dahin. Die Rettung spielen wir instant aus. Gesucht können wir gleich ausspielen und Getreide. Sind wir bei 0 von 21. So, da gibt es ja noch eine Truhe. Wir können eine Karte kriegen. Erste Hilfe, die ausgewählte Einheit werden um 40 geheilt. Das ist cool, denn damit können wir unsere Gladiatoren boosten. So, für die nächsten 5 Sekunden regeneriert die Zielgruppe einen Lebenspunkt für jeden Schaden, den sie erlitten hat. Das ist auch geil.
Vor allen Dingen für die Gladiatoren. Aber die kriegen in der Regel mehr Schaden als einen Schaden. Und von daher ist die erste Hilfe an der Stelle besser, obwohl sie dadurch besser scalen. Oder Verteidigung für die nächsten 15 Sekunden minus 2 DK und eine Rüstung für die Kammergegner debuffen. Ich nehme die erste Hilfe mit. Denn damit können wir die Gladiatoren boosten. Und dann können wir das auch direkt machen. Da. Mit heilen wir einfach mal alleine, die wir dort haben. So. Dann erhalte Erweiterungskarte minus 200 Gold. Damit können wir ein Gebäude upgraden. Erhalte eine Spritzenkarte. Erhöht die LP einer Einheit um 100. Wir haben jetzt natürlich noch keine gerade krasse Boost-Einheit. Wir können damit diesen Gladiator boosten. Wir machen das auch einfach. Wir nehmen die Spritze. Und dann müssen wir warten, bis wir reloaden können. Wir können den Gladiator noch. Warte mal, wie viel haben wir jetzt hier drüben stehen? Hier stehen 7 Einheiten. Hier steht weniger. So. Und dann. Ich muss es auf eine Einheit verwenden. Ich möchte es auf den Gladiator machen, damit er stärker ist. Und dann machen wir noch das, den Töpfer für gratis und einmal Käse. So. Da kommt schon der erste Boss. Ja, erhöhen wir erstmal das Kopfgeld. Und hoffen mal, dass die Einheiten das hier drüben auf die Reihe kriegen. Wir können jetzt noch die Wachen daneben. Wir setzen die Wachen noch mit rein, damit wir ein bisschen mehr Schaden machen. Aber ansonsten stirbt uns da jetzt ein Gladiator weg, wenn ich das richtig sehe. Ne, der lebt noch. Tatsächlich. Krass, krass, krass. So, wir kriegen minus 25% kostenfreie Baukarten. Upgrade. Oder was gibt es für Karten? Es gibt den Schwarzen Ritter. Perfekt. Der Schwarze Ritter ist einer der besten Karten überhaupt, weil umso öfters wir ihn ausspielen, umso mehr bringt er. Deswegen müssen wir unbedingt mit auf die Hand nehmen. So, dann spielen wir das Getreide dazu. Wir haben noch 4 frei. Das bringt uns gerade alles nichts. Dann, was kann man hier noch traden? Wir erhalten eine Bombenkarte. Nach 5 Sekunden 30 Schaden. Ein Feind in Re frei mit Reichweite. Die ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Braucht man nicht. Das würde nur das RNG kaputt machen. Von den Karten, die wir ziehen. So, erste Hilfe. Setzen wir hier vorne erst oder noch mal auf das. Auf die da. Die Jagd bringt mir nichts. Das machen wir. Und hier drüben setzen wir noch eine Gefahr hin, damit die hier was zu tun haben. Und da gucken wir mal, wie es weitergeht. Nächster Reroll. Und da haben wir Töpfer. Gladiator, die Rettung spielen wir aus. Getreide spielen wir aus. Und den Gladiator packen wir auch mit dazu. Ist der jetzt auch groß? Nee, der ist kleiner. Gut. Okay. Da haben wir schon den Schwarzen Ritter. Und ich spiele erstmal die Gesucht aus. Und jetzt wird der Schwarze Ritter eine von diesen 3 Karten zerstören. In der Hoffnung, dass es der Käse ist, werde ich hier drüben die Gefahr ausspielen. Und dann aber trotzdem den Schwarzen Ritter ausspielen. Und es zerstört den Käse. Wunderbar. Dafür sind normalerweise die Gefahrenkarten da. Denn dadurch ist die Wahrscheinlichkeit höher, dass die Gefahrenkarten halt aus meinem Deck verschwinden. Wir können eine Karte erhalten. Gladiator haben wir schon. Züchten ist super. Damit kriegen wir nämlich noch mehr Milizen. Und deswegen nehmen wir die auch mit. So, was haben wir hier? Wir können jetzt eine Karte erhalten. Wir haben fast alles. Wir brauchen jetzt eigentlich nur noch den Heiler. Allerdings Aggro plus 1 Kopfgeld. Und wir erhalten eine Gefahrenkarte. Das wird die Karte sein, die wir mitnehmen. Ansonsten brauchen wir Verteidigungswelle. Wir nehmen den Verteidigungswall. Das ist, ja, das ist ein Marktplatz, ist nicht so wild. So, Töpfer erstmal. Jetzt schauen wir erstmal, was wir hier noch handeln können. Der Platz für ein Anführerlevel mehr ist super. Wir nehmen den Verteidigungswall mit, damit wir es upgraden können. Damit können wir einen Wall wieder reparieren. Das ist jetzt nicht so prickelnd, kann man machen. Und damit können wir Schaden aufteilen. Plus 20 Gold für die erhaltene Militärkarte. Wir nehmen die mit. Das ist einfach ein Goldgenerator. Der ersetzt dann die Käsekarten, die wir jetzt nach und nach aus dem Deck kicken werden. So, und dann fangen wir direkt an, den Verteidigungswall zu. Es sind überall Gegner. Sehr grausam. Hä? War hier gerade irgendwo eine Kiste? Ah, ne, ist Händler. Okay, passt. So, dann können wir den Verteidigungswall auf die Seite setzen. Züchten aktivieren, Getreide aktivieren und nächster Reroll. Erste Hilfe setzen wir jetzt auf die Einheiten hier und
Wir kriegen einen Berater dazu. Ihr kommt mal rüber. Der Berater, alle 10 Sekunden wird eine Gebäudereparatur sofort abgeschlossen. Okay, ja, das kann man machen. Damit kriegen wir Geld. Damit kriegen wir Geld. Das brauchen wir nicht. So, damit haben wir den Platz. Den bauen wir dahin. Kann ich gerade nicht spielen. Einheiten spielen wir auch nicht. So, jetzt spielen wir den Verteidigungsfall hier rüber. Und dann nehmen wir die Truhe mit. Wir kriegen eine Karte. Honig nach 30 Sekunden plus 2 Hotkarten ist jetzt nicht so prickelnd. Aggro haben wir schon. Wachturm, das bringt uns alles nichts. Ansonsten Geld oder ein Haus. Naja, dann müssen wir da vielleicht doch was mitnehmen. Dann nehmen wir die Aggro mit. So. Ihr geht jetzt da rüber. Dann reroll ich. Hier haben wir noch was zum Handeln. Eine zufällige Wirtschaftskarte, eine zufällige Gebäudekarte. Was kriegen wir? Eine Schmiede. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Käse, Käse, Rettung, Aggro. Ja, da ist der Wall. Und dann geht's weiter. Dann kriegt ihr hier drüben eine Heilung. Hier sind kaum Einheiten. Ich muss hier was dazusetzen. Das ist ja... So, die Schmiede verbessert mir regelmäßig Einheiten oder Karten. Dann setze ich dich daneben. Müssen wir langsam den schwarzen Ritter wieder kriegen. Ne, immer noch nicht. So, Jagd. Ich upgrade euch mal, weil ich brauche hier drüben unbedingt ein paar Einheiten. Denn sonst verrecken wir hier drüben, weil wir einfach keine Einheiten stehen haben. Und das wollen wir natürlich nicht, ne? Da haben wir den schwarzen Ritter, züchten, Gladiator, Gladiator. Jetzt haben wir natürlich keine freien Milizen. Plus ein Berater, ATK aller Mitglieder minus 1, das nehmen wir auf gar keinen Fall. ATK aller stationierten Einheiten plus 2, das klingt schon besser. Das liegt daran, dass wir damit verringern wir die Angriffe auf unseren Karten. Und das bedeutet wiederum, dass alle Einheiten schwächer werden, die wir neu ausspielen. Das verstärkt zwar nur die Einheiten, die stehen, aber das ist halt ein dauerhafter Negativeffekt. Das ist ein kurzer Bonuseffekt für einen Berater und wir wissen nicht, was es für ein Berater ist. Der kann halt genauso gut Schrott sein und deswegen nehmen wir die ATK aller Einheiten mit. So, und dann kriegen wir hier erhalten eine Karte. Das ist ein Hinterhalt, ein Marsch oder ein Horn. Das bringt uns alles nichts. Ein Haus bringt uns nichts, deswegen nehmen wir den Segen mit. Das würde ich ja gerne den schwarzen Ritter ausspielen. Ich kann aber nicht. Ah, spielen wir noch eine Gefahr aus und dann traden wir weg. Dann spielen wir auch den Segen aus und wir können jetzt eine Karte reduzieren in ihren Kosten. Und dann würde ich tatsächlich vorschlagen, wir nehmen den schwarzen Ritter, denn das ist die teuerste Karte. Wobei, lieber eine Karte, die wir sowieso jedes Mal ausspielen, wenn wir sie ziehen. Die bringt nicht viel, weil wir reduzieren die Kosten um 20. Daher den Haushalt. Den spielen wir sowieso jedes Mal aus. So, die Rettung spielen wir aus. Der Käse bringt uns nichts. Und wir können uns eine Karte geben. Wir haben einen Berserker. Der ist ziemlich gut. Und einen Verteidigungswall. Wir nehmen den Berserker mit als Einheit. Denn wir müssen langsam an stärkere Karten kommen. So, züchten und Getreide. So. Dann, da haben wir wieder den schwarzen Ritter. Den können wir wieder nicht ausspielen, aber wir können erstmal alle Einheiten hier heilen. Und spielen auf jeden Fall die Einheit aus, damit wir mehr Sachen kriegen. Jetzt haben wir zwei. Wir spielen auf jeden Fall den Gladiator hier drüben da drauf, damit mehr Einheiten stehen. Und wir warten, bis hier was abgeschlossen ist, damit wir den schwarzen Ritter ausspielen können. Denn umso öfter wir ihn ausspielen, umso besser. Und dann können wir reloaden. So, den Berserker setzen wir gleich hinterher. Der Militärhaushalt gibt uns 100 Gold, Getreide und Gesucht draufsetzen. Und ach komm, die Jagd können wir auch aktivieren für mehr Gold, denn wir sind noch mitten im Kampf. Und hier gehen uns gerade ganz schön die Einheiten kaputt. Das ist jetzt nicht so schön. Da müssen wir was gegen tun. So, denn wir haben hier unsere Upgrade. Das heißt, wir packen hier die Wachen hin. Aggro, der Käse bringt nichts. Und was gibt es denn? Wir können eine Karte upgraden in unserem Deck. Und dann nehmen wir doch die Rettung, weil damit kriegen wir dann 2 Ratizen. Jedes Mal, wenn wir die Rettung ausspielen. So,
Das ist die beste Karte, denn damit haben wir immer mehr Einheiten zur Verfügung. So, jetzt kommt hier drüben der nächste Händler. So, da haben wir den Töpfer definitiv. Der Militärhaushalt ist gut. Hier setzt man eine Gefahr rein. Die Wache setzen wir auch hier da drüben, weil hier haben wir zu wenig Einheiten, wie wir festgestellt haben. Wir können damit auch wieder eine Karte upgraden. In dem Fall nehmen wir wahrscheinlich das Züchten. Denn dann kriegen wir auch zwei Ratizen. Damit haben wir wieder mehr Einheiten zur Verfügung. Und umso mehr Einheiten wir spielen können, umso besser. Was kriegen wir denn jetzt? Wir haben das Lager, das ist ziemlich cool, weil dann haben alle Einheiten ein bisschen mehr Lebenspunkte. Wir haben das Lanzenreiten. Damit machen wir einen AOE-Schaden. Wäre auf der Waldmap weitaus besser als hier. Die Korruption reduziert die ausgewählte Einheit um 30% plus 20 auf die gewählte Einheit. Damit kille ich meine eigenen Einheiten. Das ist nicht so sinnvoll. Kriegen wir mehr Ratizen, das ist auch nicht so das Prickelnde. Wir haben eigentlich nichts wirklich Sinnvolles. Wir nehmen den Lanzenreiter einfach mit und bauen noch einen Wall. So, das hätten wir an der Stelle. Dann, die sind noch beim vollen Leben. Wie sieht es hier drüben aus? Ihr seid auch noch beim vollen Leben. Dann gönne ich euch mal einen weiteren Wall. Sowie einen Lanzenreiter und einen Berserker. Damit die hier drüben ein bisschen wieder abgegradet sind und dann kommen sie nach rechts und dann reloaden wir. So, züchten auf jeden Fall, gesucht auf jeden Fall, Getreide und die Jagd spielen wir auch aus und dann haben wir gar kein Gold mehr. Aber auch das kriegen wir hin. Und da ist die erste Einheit schon wieder tot, weil sie alleine war. Na super, das war sehr, sehr klug von mir. Ja, die Gegner werden auch mit der Zeit immer stärker. Da kommt hier noch ein Gladiator rein. Agro, Getreide und gesucht für mehr Kopfgeld. Und wie man sieht, die Gegner geben mittlerweile ordentlich Geld. Der Schwarze Ritter ist so ein bisschen MVP-Karte. Was kriegen wir jetzt? Ein Gladiator-Abriss oder reparieren? Das bringt uns alles nichts. Dann kriegen wir ein Haus und wir können eine Karte entfernen. Dann nehmen wir einen Käse raus. Denn das sind aktuell tote Karten auf unseren Händen. Und das wollen wir natürlich nicht. Oder? Wir haben wieder einen Schwarzen Ritter. Das heißt, wir spielen für alles andere vorher aus und haben nicht genügend Geld für den Ritter. Das ist sehr, sehr, sehr klug. Was aber wiederum bedeutet, wir setzen hier drüben eine Gefahr hin, um durch das Geld mit dem Kopfgeld zu leben. Wir upgraden den Schwarzen Ritter am besten nochmal. Und warten, bis wir genug Geld haben. Damit haben wir das Geld und dann kommt der Schwarze Ritter rein. Perfekt. So, der Töpfer gibt uns mehr Geld. Züchten kostet zwar Geld, aber was soll's. Und die Gefahr spielen wir auch gleich wieder aus, damit wir mehr Geld haben. Es geht hier irgendwie gerade alles nur ums Geld. Hier setzen wir noch einen Berserker daneben. Und einen Lanzenreiter. Einfach damit wir hier Einheiten haben. Denn diese Seite ist gerade ziemlich, ich sag mal, gefickt. Aber nichtsdestotrotz kommen wir irgendwann, wir überleben ja die Runden, von daher alles in Ordnung. Was gibt es für Karten? Einen weiteren Lanzenreiter, ein Zolltor oder eine Korruption? Alles drei ist jetzt keine Karten. Die To-Go sind Lanzenreiter haben wir bereits. Wir nehmen wieder eine Segenskarte mit. Und dann reloaden wir. So, Segenkarte spielen wir gleich aus. Jetzt können wir wieder die Kosten einer Karte reduzieren. Dann würde ich sagen, machen wir bei der Rettung weiter. Denn die spielen wir sowieso jedes Mal aus. So. Getreide, Gladiator, Schild. Jetzt können wir gucken, ob wir was kaufen können. Reparieren, eine Rettung haben wir schon, bringt uns also nicht viel. Die Waffenkammer ist richtig gut. Wir können allerdings nur eine mitnehmen. Für die zweite haben wir leider nicht genug Geld. Und wir können eine Karte upgraden. So, und an dieser Stelle upgraden wir den Schwarzen Ritter, denn der gibt jetzt 5 ATK mit dem Ausspielen statt 3 und das macht ihn natürlich zu einer weitaus besseren Karte, allerdings auch teurer, muss man fairerweise sagen, was das Gold angeht. Man kann an der Stelle auch Gebäudekarten nehmen, damit man gleich Level 2 Gebäude baut, was viel, viel schneller geht, als wenn man dann irgendwann das Upgrade-Gebäude erhält. Von daher ist das auch ein To-Go. Jetzt ist doof, jetzt bieten wir hier einfach nochmal eine Gefahr hin, damit wir das Geld kriegen. Die erste Hilfe brauchen wir gerade nicht.
So, hier brauchen wir auch keine erste Hilfe. Wir hätten aber gerne die Waffenkammer, die wir aktuell nicht ausspielen können. Lieber ein paar mehr Geldkarten erhalten. Den Töpfer hätten wir eher spielen können. Und das Züchten nehmen wir trotzdem mit. Denn umso mehr Einheiten, umso besser. Und jetzt haben wir hier drüben natürlich einen Boss. Das heißt, ich packe den Gladiator mal daneben. In der Hoffnung, dass was passiert. Hey, was macht denn meine Gebäude kaputt? Ja, das sind wir schon wieder so weit, dass hier drüben alles kaputt ist. Da haben wir den schwarzen Ritter. Jagd, Haushalt und schwarzer Ritter. Super. Wir brauchen unbedingt die Heiler. So, schauen wir mal, was gibt es jetzt? Eine Karte upgraden oder plus 3 Steuer für den erworbenen Berater. Das heißt, ich kriege plus 9 Steuer. Das ist jetzt nicht so das Prickelnde. Wir können eine Karte verbessern. Wir können den Militärhaushalt verbessern, was eigentlich ziemlich cool ist. Damit wir mehr Geld dafür kriegen, wir können den Töpfer verbessern. Oder wir verbessern unsere Einheiten tatsächlich. Denn dann sind sie halt auch effektiver und stärker. So, der Gladiator ist eigentlich recht gut an der Stelle. Jetzt können wir hier nochmal unsere Einheiten upgraden. Das machen wir auch direkt. Berserker, Berserker, Getreide, Getreide gesucht. Und dann können wir hier wieder so reparieren. Das, zum Glück haben wir diesen Berater, der einfach alle 10 Sekunden eine Reparatur automatisch abschließt. Der hilft uns an der Stelle unglaublich weiter. Jetzt muss man natürlich eine wichtige Karte wegwerfen, das heißt die Wachen. Lanzenreiten, Gladiator. Und jetzt fehlt uns natürlich Geld für den Schwarzen Ritter. Aber auch das kriegen wir hin. So, jetzt haben wir natürlich auch noch einen Händler. Gibt es was Sinnvolles, was wir gerade benutzen können? Nein. Gut, dann können wir das auch sein lassen. Und nehmen lieber den Schwarzen Ritter mit. So, komm, kick mal ein bisschen was, damit ich hier den Ritter ausspielen kann. Geht doch. Super. Okay. Dann geht's weiter. Mehr Kopfgeld, Kopfgeld, Getreide. Züchten für mehr Milizen. Hü, sind die Einheiten drüben schon alle weg? Uff. Ja, das mit den Fässern ist ein bisschen anstrengend. Aber auch das kriegen wir hin. Jetzt fehlt uns hier drüben ein bisschen was an Einheiten, aber auch das können wir wieder rausholen. Jetzt machen die Fässer unsere Einheiten hier vorne kaputt. Das finde ich uncool. So, eine Waffenkammer. Können wir endlich bauen. So, das spielen wir alles aus. Und die Gefahr setzen wir auf die Seite, weil hier haben wir jetzt wieder Einheiten stehen. Hier drüben fehlen sie uns jetzt allerdings dafür. Kopfgeld plus 5, verliere die Hälfte des Goldes. Das ist an der Stelle gut. Oder halt eine Rebellkarte. Machen wir Kopfgeld plus 5. Ist an der Stelle ganz geil. Wir kriegen Wettkampf. Füge 30% maximal Schaden der Zielgruppe hinzu. Arbeit nach 40 Sekunden plus 2 für die beschädigte Einheit. Wir nehmen eine zweite Waffenkammer mit. Wir könnten auch die Versicherung mitnehmen, aber muss jetzt nicht unbedingt sein. Können wir auch fast bauen. Töpfer, Rettung. So, die Gefahr bauen wir ja auch hier drüben hin. So, und eine zweite Waffenkammer daneben. Und die Jagd aktivieren wir auch gleich, weil wir sowieso Einheiten kriegen. Verdammt, das habe ich die nicht wieder rübergeschickt, ne? So, das heißt, wir müssen wieder Einheiten platzieren. Wunderbar. Erstmal erste Hilfe für alles, was dort platziert ist. Lanzenreiter gesucht und ein schwarzer Ritter. Und der schwarze Ritter, jetzt kriegen wir schon 42 Gold pro gekillte Einheit. Damit haben wir unsere Goldprobleme gelöst. Wir kriegen eine Karte. Ein Platz plus ein Anführerlevel, Käsemarkt oder Sicherheitscenter. Dann nehmen wir den Platz für das Anführerlevel. Und ja, das Milizschild setzen wir hin. Wir können eine Karte upgraden. Und zwar machen wir diesmal das Gebäude. Dann haben wir nämlich gleich plus 2 Anführerlevel, wenn wir das ausspielen. Und dann ist das weitaus effektiver als vorher. So, dann können wir noch eine Karte kaufen. Jäger, Gladiator, Milizbogen, Gladiator, Rettung. Rettung brauchen wir gerade nicht. Wir können noch einen Markt nehmen, aber wir können auch ganz einfach einen Gladiator nehmen. Denn wir kriegen auch Milizen dafür, dass wir Karten erhalten, und zwar Einheitenkarten. Damit haben wir auch den Platz für die besseren Anführerlevel. Getreide spielen wir aus und die
Gladiatoren spielen wir beide auf die Seite, damit wir hier bis wieder ein paar Einheiten haben. Uns fehlen zwar immer noch die Heiler, aber müssen mal schauen, ob wir mit den Einheiten bauen hinterherkommen. So, züchten, Berserker kommt hier hin, gesucht, und dadurch, dass hier gerade nichts ist, kann hier auch gerne noch mal ein paar Einheiten kommen für mehr Geld. Da kommt wieder der nächste Boss auf Level 16. So, dann Agro, Getreide, Rettung und ein Lanzenreiter kommt hier mit dazu. Wichtig ist an der Stelle halt einfach nur, man muss genügend Geld bekommen. So, am besten so viel Geld, wie nur geht. Kopfgeld ist bei dem General so eine Mechanik, dass man mehr Geld bekommt, um so mehr Einheiten man hat. Umso mehr Kopfgeld man hat. Und das ist eigentlich eine ziemlich geile Mechanik. Denn man muss einfach nur das Kopfgeld nach oben treiben. Und schon hat man unendlich viel Gold. So, da haben wir den Schwarzen Ritter, Töpfer, gesucht, stopp, Upgrade, Gladiator, Schwarzer Ritter, und jetzt habe ich die Kiste verpennt, die war, na gut, okay, wir haben aber einen Händler. Der Händler gibt uns gesucht, das braucht man nicht, das haben wir schon, Honighinterhalt, Lager können wir bauen, Verteidigungswall können wir bauen, wir nehmen das Lager mit. So, dann schauen wir mal. Dann machen wir weiter. Lanzenreiter, Berserker, Rettung. Das Lager setzen wir hier irgendwo hin, wo Platz ist. Ja, können wir von mir aus ausspielen, weil wir es können. Und jetzt haben wir sowieso an dieser Stelle keine Geldprobleme mehr. Also, bitte korrigiert mich, wenn ich am Ende deswegen Mist mache. Aber eigentlich sollte jetzt geldlich nicht mehr viel passieren können. Müssen sie nur noch das ganze Geld ausgeben und dafür halt sehr viele Einheiten kriegen. So, das ist wunderbar. Damit haben wir wieder einen schwarzen Ritter. Und den setzen wir gleich mal dorthin, denn dann macht er gleich das Fass weg. Und dann kann der schwarze Ritter auch wieder nach links gehen und dort weiterkämpfen. Dort ist frei. Dann können wir gucken, was wir haben. Einen Gladiator setzen wir jetzt auch mit hier drüben hin, züchten ein bisschen, erhöhen die Aggro und geben uns Geld. Jetzt können wir auch respektive dann langsam die ganzen Geldkarten wieder aus dem Deck kicken. Wir können eine Karte direkt kicken, deswegen nehmen wir den letzten Käse raus. Der bringt uns sowieso nichts. So, jetzt geht es eigentlich nur noch, um weiterhin Karten zu upgraden. Gladiator hatten wir bereits geupgradet. Jetzt können wir, würde ich sagen, nehmen wir den Berserker, damit er auch stärker ist. Und schauen wir, was es noch für Karten gibt, die man sich so holen kann. Jagdverhang, Jäger, Sonderfall, entfernt eine zufällige Militärkarte aus deiner Hand, plus 200 Gold. Ja, kann man machen, bringt uns das nicht viel. Das bringt uns auch nicht viel. Die sind alle jetzt keine Karten, die wir brauchen. Das heißt, wir bauen hier eine Einheit drauf, das und gönnen uns Kopfgeld. Und damit sind unsere Einheiten ganz gut. Wir haben noch 3 Runden Zeit, bis der nächste Boss kommt. Aber ich glaube, das sollte auch kein Problem darstellen. Da haben wir einen Schwarzen Ritter. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das heißt, wir werden den Lanzenreiter aus dem Deck kicken müssen, weil der nicht Level 2 ist. Und oh, wir haben noch einen Level 2 Gladiator. Wir kicken den Gladiator aus dem Deck. Das heißt, hier kommt der hin und der Schwarze Ritter. Und gucken hier drüben, hier sieht es ganz gut aus. Aggro, die Jagd funktioniert, die erste Hilfe brauchen wir hier nicht. Aber auf der anderen Seite sahen die ziemlich angeschwächt aus. Perfekt. Dann machen wir das. Dann können wir hier drüben eigentlich auch gleich die Gefahr ausspielen. Und jetzt haben wir hier wieder so ein Ding, dass die hier irgendwie Dinge tun. Du rennst mal bitte. Oh, jetzt ist er weg. Ärgerlich. Brauchen wir Einheiten, um das zu clearen dort. Das heißt, hier kommt einfach ein Lanzenreiter rein. Hier setzt man einen Gladiator hin. Was macht ihr da vorne? Das ist ja grausam. So, nee, du gehst darüber und dann sammeln wir hier eine neue Karte. Einen neuen Gladiator oder eine Waffenkammer. Wir nehmen die Waffenkammer für mehr ATK auf unseren Einheiten. Denn damit werden alle unsere Einheiten weitaus stärker. Und was gibt es hier Tolles? Starte ein Schießminispiel von mir aus. Das ist jetzt eigentlich ein Quatschding, weil man damit eigentlich nur Geld bekommt.
Aber ja, Geld ist Geld und warum sollte man es nicht bekommen können? So, dann bauen wir die Waffenkammer auf. Das können wir einfach ausspielen, Militärhaushalt. Und wir haben tatsächlich gerade zu wenig Milizen. Aber auch dem können wir nachkommen. Müssen einfach nur rerollen und weiter unsere Rettungskarten spielen. Da schon haben wir wieder einen weiteren schwarzen Ritter, den wir gerade nicht ausspielen können, weil wir nicht genügend Milizen haben. Aber das sollte nicht stören, denn jetzt können wir ihn ausspielen und der macht auch ordentlich Bums. So, du machst das kaputt. Perfekt. Nee, machst du nicht? Was denn nur? Entscheidet euch. Das Problem an den schwarzen Rittern, die sind halt sehr, sehr langsam. Nee, das heilt gerade nichts. Dann machen wir das, das. So, dann heilen wir die wieder und dann müssen wir mal gucken, dass wir demnächst wieder neue Einheiten spielen können. So, die nächste Runde wird die schwerste und jetzt müssen wir mal gucken, von wo aus die Gegner kommen. Dann würde ich sagen, können wir wieder eine Karte upgraden. Wir bleiben weiter bei unseren Kriegskarten. Denn die bringen halt weitaus mehr. Wir können jetzt auch natürlich das Kopfgeld erhöhen, aber dann sind unsere Einheiten stärker und das ist doch eigentlich unser Sinn und Zweck. So, was gibt es hier? Ein Loot. Wir können Anführerlevel erhöhen, Haus oder Karte entfernen. Wir erhöhen das Anführerlevel. Spielen die Rettung aus. Hier drüben haben wir kaum noch Karten, das heißt, wir boosten jetzt hier noch ein paar Einheiten. Spielen das alles aus. Jetzt haben wir hier wieder einen weiteren Markt frei. Wehrpflicht plus eine Karte plus zwei Karten, wenn du nur mit die Karten auf der Hand hast. Das bringt jetzt tatsächlich was, weil dann können wir schneller nachziehen. Die Gerbereien bringen mehr Kopfgeld, aber dadurch, dass wir schon eine Mechanik haben, um endlos viel Kopfgeld zu generieren, sind das jetzt keine To-Go-Buildings. Wir können jetzt einen weiteren Wall bauen. Aber wir können die Wehrpflicht einfach mal mitnehmen. Und hier können wir unsere Einheiten auf der Hand boosten. Und das ist doch tatsächlich das, was wir wollen. So, denn jetzt haben wir hier wieder Erste Hilfe. Kriegt diesmal ihr. Die boosten wir jetzt noch mit ihrer Fähigkeit. So, und dann haben wir jetzt einen 63-169 schwarzen Ritter. Das ist schon eine sehr, sehr, sehr stronge Karte. Gucken wir mal, die Boss Wave kommt von. Ne, die nächste Wave, ist das die Boss Wave? Wir müssen auf jeden Fall hier auf der Seite ein bisschen mehr machen. Wehrpflicht. So. Ich krieg 5 Flutkarten oder minus 2 Ratizen. Wir nehmen die Flutkarten einfach. So, spielen das aus. Das ist auf eine zufällige Militärkarte in der Hand. Ich habe keine Militärkarte in der Hand, von daher. Okay, der Boss ist auf der Seite. Das ist interessant. Wir spielen die Flutkarten aus, ist mir egal. Also müssen wir ein bisschen schneller agieren. Flut, Flut, Töpfer, Getreide, Reload. Oh, der Boss ist schon tot. Das ist gut. Rettung gesucht, Getreide und dann killen wir uns halt ein Getreide, aber das ist egal. So, du gehst wieder nach links. Kann ich noch nicht reparieren. So, plus 2. Jetzt haben wir den Boss gekillt. Der Triumph plus 2 Anführerlevel. Erhalte eine Rebellkarte oder plus 3000 Gold minus 10 Ratizen. Dann nehme ich doch die 2 Anführerlevel und die Rebellkarte versuche ich mit dem schwarzen Ritter wieder rauszumilden. Dann haben wir noch einen Loot. Wir können das verbessern oder eine Karte erhalten. Führung. Reduziere 10 Sekunden lang die Abklingzeit von der Anführerlichkeit um 3 Sekunden für jeden getöteten Gegner. Das ist eigentlich ziemlich geil. Erhalte für die nächsten 15 Sekunden plus 50% erhöhtes Kopfgeld. Das bringt uns das nichts. Wir nehmen auch die Führung mit. Mal schauen, was bei passiert. Dann habe ich hier noch was. Hier heuer einen zufälligen Berater an. Von mir aus. Was haben wir gekriegt? Verbessere alle erhaltenen Wirtschaftskarten. Okay. So, das haben wir auch gleich mal repariert. Gesucht ist aktiviert. Erste Hilfe auf jeden Fall auf diese Seite, denn ihr habt euch echt gut geschlagen. Und dann packen wir hier gleich noch was dazu. Reloaden gleich mal. Setzen hier noch einen Dingern hin. Und jetzt aktivieren wir gleich die Führung. Noch eine Gefahr. Aggro. Na gut, okay, das hat sich jetzt erledigt an der Stelle. Du gehst mal darüber, greifst das an. Es ist halt anstrengend, dass man diese Fässer mit der Hand killen muss. Aber gut, was soll's. So, dann können wir die Fähigkeit auch gleich mal nutzen. Können wir hier noch einen Lanzenreiter hinsetzen, Töpfer züchten. Die Flut spielen wir einfach aus, weil wir es können. So, du bleibst dort, wo du bist. Haben wir noch irgendwas Kaputtes? Hier haben wir noch was Kaputtes. Das können wir gleich nochmal machen. Dann reloaden wir unsere Hand und gucken wir mal, was wir upgraden können. Jetzt haben wir natürlich keine Karte mehr, aber wir können die Führung upgraden für 50 Sekunden. Warum eigentlich auch nicht? Gold haben wir genug. Das nächste Mal machen wir wahrscheinlich das Aufrüsten.
Dann killen wir das. Wehrpflicht. Kriegen wir die Rebellenkarte, das ist okay. Dann packen wir hier noch den Gladiator hin. Die Jagd und weil wir es können, aktivieren wir das auch gleich. Haben wir irgendwas zum Aktivieren? Nein, das heißt, wir haben Level 20 überlebt. Und jetzt werden die Gegner halt tatsächlich erst wirklich stark. Lanzenreiten und Miliz. Und die Gefahr können wir eigentlich auch gleich dazu packen, weil das kommt auf der Seite. So, wir können eigentlich gleich reloaden. Gesucht. Aufrüsten, damit upgraden den Berserker. Der kommt dann gleich hier hin. Wir können eine Karte removen. Da nehmen wir doch direkt die Rebellkarte raus. Die stürzt sowieso nur. Das upgraden wir und wir erhöhen natürlich unser Kopfgeld. Und jetzt sind wir wieder an einem Punkt, wo wir halt eigentlich alle Karten durchklicken können. Wobei es tatsächlich immer noch ein bisschen teuer ist. So, der Töpfer gibt uns Geld, die Wehrpflicht gibt uns nur eine Karte, die Jagd aktivieren wir, dann setzen wir den schwarzen Ritter daneben, killen eine Gefahrenkarte und haben dort wieder aktiviert. So, und so funktioniert das mit dem schwarzen Ritter eigentlich. Der scaled sich halt hoch, umso öfter wir ihn aktivieren, umso stärker wird er. Und von daher, ja, die Aufrüstung bringt uns gerade nicht viel. Haben wir drüben Gegner? Achso, die Gegner sind schon wieder tot. Das ist ärgerlich, aber wir. Die bringt uns gerade auch nicht, weil die Fähigkeit sowieso aktiv ist. Daher ist es eh egal. Ja, dann ist es auch egal. Wir haben auch gerade nichts zum Aktivieren. So, Wehrpflicht, Militärhaushalt. Und ja, Berserker können wir jetzt gerade nicht ausspielen. Uns fehlen dazu die Ratizen und dann spiele ich lieber einen schwarzen Ritter. So, gucken wir mal, was wir als nächstes kriegen. Da haben wir wieder einen schwarzen Ritter. Perfekt, dann züchten wir vorher. Packen die Miliz hier hin, setzen uns. Oder von wo kommen die Gegner jetzt? Von links oder von rechts? Von der Seite, dann packen wir auf die andere Seite das und gönnen uns jetzt wieder einen schwarzen Ritter. Den hätten wir natürlich upgraden können. Das ist ärgerlich, aber dann machen wir das an dieser Stelle. Geben uns hier einen Lanzenreiter und warten ganz kurz, bis wir eine freie Miliz haben, um den Gladiator. Den geboosteten Gladiator mit draufzusetzen. Was kriegen wir für eine Karte? Zu den Waffen füge deiner Hand so viele kostenlose Militärkarten sowie verbleibende Ratizen. Kann man machen. Aber wir verzögern die Gegnerwelle um 5 Sekunden. Das heißt, wir haben mehr Zeit, um Geld zu generieren und Einheiten zu bauen. So. Heuern zu den Militärberater ran, heuern zu den Gebäudeberatern, Fähigkeitsberater. Wir nehmen den Fähigkeitsberater. Mal schauen, was gibt er uns? Plus 2 Karten, unabhängig davon, wann erneut gezogen wird. Das ist schön. 2 Karten mehr auf der Hand ist immer geil. So, Operation. Plus 5 Karten. Plus 5 Karte, erhalte eine Gefahrenkarte. Okay. Das ist interessant. Das ist eine richtig, richtig stronge Karte. Damit booste ich eine Karte im Deck. Und erhalte dafür eine Gefahrenkarte. Level 2. Die Level 2 erholen immer Bosse. An sich ist das eine richtig, richtig gute Karte, aber wir haben durch die Schmiede jetzt schon fast alle Karten geupgradet, die wir upgraden wollen. Und normalerweise ist das mit einer der ersten Karten, die ich mit ins Deck nehme. Und die Gefahrenkarten Level 2 muss ich immer durch den Schwarzen Ritter millen. In dem Fall nehme ich sie nicht, weil wir bereits alles geupgradet haben, was wir upgraden wollen. Deswegen ist die Schmiede an der Stelle sogar besser. Gerben ist auch eigentlich Bullshit. Das Aufrüsten ist noch interessant. Die Operation kann man mal probieren. So, jetzt können wir das upgraden. Wir können jetzt die Wehrpflicht, Operation, Erste Hilfe. Wir upgraden die Miliz. Wir hätten das Badehaus upgraden sollen. Egal. So, dann haben wir. Ne, das war der Händler. Dann haben wir hier noch was zum Holen. Wir kriegen eine Kavallerie, neues Züchten, weiteren Berserker. Düm, 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 düm. Nehmen die Kavallerie oder den Berserker? Eigentlich brauchen wir beides nicht, wir haben beides schon. Wir nehmen eine Festung mit. Wir nehmen die Festung mit. So, dann haben wir das. Und jetzt haben wir für den aber immer noch nicht genügend Milizen. Dann melden wir dich aber, was halt auch irgendwie doof war. Aber gut, was soll's. Damit kriegen wir auch ordentlich Geld. Damit boosten wir eine Militärkarte in unserer Hand. Wir haben keine Militärkarte in unserer Hand. Das ist halt auch schon ein bisschen ärgerlich. So, dann bauen wir den Tempel noch hin. Die Festung bauen wir tatsächlich noch nicht. Wir müssen erstmal das Gebiet wieder upgraden, sehe ich gerade. Haben wir aber aktuell nichts. Plus 5 Karten. Wir ziehen einfach 5 Karten nach. Okay.
Gott, ist das lächerlich. So, jetzt kriegen wir den schwarzen Ritter nicht ausgespielt, ne? Dann muss ich die Festung ja doch spielen. Hier ist Ende. Dann bauen wir die dahin. Die bringt nichts. Na, ist egal. Wir spielen das trotzdem aus, damit wir die Rebellenkarte los sind. Und jetzt müssen wir eh warten, bis. Oh, perfekt, hat sich schon erledigt. Und da ist die Rebellenkarte auch aus dem Deck raus. Perfekt. So, erste Hilfe. Ja, ihr müsst mal geheilt werden. Das sieht ganz gut aus. Wo kommen jetzt Gegner her? Weiß ich gerade gar nicht. Da kommt ein Boss. Das heißt, die Gefahrenkarte spielen wir auf der Seite aus. Guck mal, wir kriegen noch eine Karte. Aber wir können gerade eh keine Einheiten ausspielen. Uff. Das war eine Menge, was da gekommen ist. Aber meine Einheiten haben es tatsächlich überlebt. Deswegen feiere ich meine Einheiten gerade dafür. Packen wir eine neue Gefahrenkarte hin. Dann upgraden wir gleich mal, um den Gladiator zu spielen. Plus 5 Gold, geht noch Wellendauer, plus 10 Sekunden. Du kannst das Territorium nicht mehr erweitern. Das ist schon gut. Aber wir wollen noch ein bisschen upgraden unser Gebiet. Deswegen. Plus eine Karte, wenn 10 Karten gespielt wurden. Das ist auch nicht schlecht. Wir können aber auch eine Karte upgraden. Wir brauchen gerade gar keine Karte upgraden. Deswegen nehmen wir das. Und wir haben jetzt eigentlich ein recht gutes Setup für das weitere Spielen. Bei die 3 Sekunden hätte ich warten können. Den Töpfer spielen wir. Die erste Hilfe wird auf jeden Fall auf das Gebiet gesetzt. Die Schildratte wird auf das Gebiet gesetzt. Dann muss ich das noch aktivieren. Militärhaushalt gesucht. Gut, jetzt muss ich den Lanzenreiter abwerfen. Muss oder nicht, je nachdem. Aber einer. Der ist halt schon mit 81 Damage. Es wäre Quatsch, auf den schwarzen Ritter zu verzichten. Oh, müssen wir das wieder reparieren. Naja, wir warten, bis das abgeschlossen ist. Kriegen wir plus 2. Ja, komm. Wir nehmen den mit. Schmeißen den Lanzenreiter weg. Können wir uns irgendwann mal einen neuen Lanzenreiter holen. Können das upgraden. Dann nehmen wir das Aufrüsten. Damit werden die Karten besser, die wir damit auf upgraden. So, jetzt haben wir 2 und jetzt haben wir gleich den dritten. Müssen wir mal gucken, dass beide Seiten gleich viele Einheiten kriegen. So. Dann gibt es hier was Neues. Wir brauchen eine neue Militärkarte, aber es gibt keine Militärkarte. Aber wir kriegen hier plus ein Anführerlevel. Plus 100% ATK auf Einheiten, die dieses Gebäude 10 Sekunden lang durchqueren. Das ist ja auch Quark. Da muss ich die Einheiten immer von A nach B schieben. Das kostet zu viel Zeit und Aufwand. Wir nehmen den Platz mit. So. Führung, Agro, Züchten. Plus 5 Karten, Getreide, Töpfer, Gesuch, Militärhaushalt. Und dann haben wir noch die Gefahrenkarten, die alle nachkommen. Dann kommt der Berserker dort rein. Ja, hier drüben fehlt es langsam an Einheiten. Was gibt's denn Feines? Kampfruf, für die nächsten 5 Sekunden plus 3 ATK. Das bringt nichts, das Kloster bringt nichts, der Markt bringt nichts. Wir können was removen. Haben wir irgendwas, was wir removen müssen? Nö, ne? Nö, ist eigentlich alles drin, was wir brauchen. Dann nehmen wir das Kloster. Für den Fall, dass wir es removen müssen. So. Und dann reloaden wir die Karten. Hier drüben sieht es ganz gut aus mit den Einheiten. Den Platz bauen wir. Achso, wir haben keinen Platz für den Platz, ne? Hahaha. Doch hier. Gut, kommt der Platz dahin. Wir kriegen auf jeden Fall plus 2 Ratizen. Wir heilen die Einheiten auf jeden Fall. Ja, dann schmeißen wir das Gesucht weg. Ach nee, wir haben noch die Wehrpflicht. Ach, perfekt. Das ist doch mal richtig geil. Guck mal, 96, 202 schwarzen Ritter. Jetzt müssen wir nur noch die Werte kriegen, um den zu behalten, also um ihn ausspielen zu können. Der kommt auf jeden Fall auf die linke Seite. So, damit können wir den Schwarzen Ritter ausspielen. 6902 ist halt schon echt eine Hammerkarte. Das Kloster können wir überhaupt ausspielen? Nee, ne? Wir brauchen erstmal so eine Gebietserweiterung.
Ja, wir brauchen definitiv eine Gebietserweiterung. Von daher setzen wir die Schildratte hier daneben. Und den Gladiator, damit wir auf 0 sind. Jagd. Achso. Plus 5 Karten. Kriegen Geld. Holen uns noch ein paar Gegner dazu. Holen uns da noch. Ah ne, da haben wir Gegner. Züchten ein bisschen. Kriegen plus 2 Ratizen. Kriegen ein bisschen mehr Arbeit. Und dann spielen wir halt nach und nach alle Karten runter. Reloaden. So. Das heißt, da haben wir wieder einen schwarzen Ritter. Eine Gefahr müssen wir auf der Hand behalten. Was haben wir hier? Wir können was removen oder eine Segenskarte ausspielen. Nein, wir kriegen eine Segenskarte. Euch heilen wir. So, was gibt es hier? Erhalte Elendsquartier plus 2 Rad minus 1 Steuer. Eine weitere Elendsquartierkarte. Nee, sowas braucht man nicht. Wir können eine Karte im Deck upgraden. Was macht das, wenn ich es upgrade? Ach so. Nee. Können das Kloster upgraden. Das bringt aber auch nicht so viel. Okay, mal 8 Karten. Das ist ja auch krass. Einfach mal so 8 Karten nachziehen. Die ist am Anfang ziemlich geil in den ersten Runden. Aber gegen Ende braucht man die, glaube ich, eher weniger. Upgraden wir einfach die erste Hilfekarte. Das Kloster brauchen wir nicht unbedingt geupgradet. So, unsterblich können wir mitnehmen. Dann nehmen wir doch unsterblich mit. Tötung und Assistent generieren. Also das ist eine Einheit, die sich sehr, sehr schnell wieder hochheilen kann. Gerade wenn sie damit gebufft ist, ist das halt so ein... Da fuck. So, jetzt müssen wir mal gucken. Wir müssen jetzt hier eine Schildratte spielen. Dann den Berserker. Dann aufrüsten. Und dann brauchen wir noch etwas, um den schwarzen Ritter zu spielen. 91, 172 ist halt schon ein fuck. So, hier können wir wieder was kaufen. Noch ein Unsterblich. Korruption, Verteidigungswahl. Da wollten wir ein bisschen upgraden. So. Da habe ich hier noch noch 2 Sekunden. Dann kann ich gleich den schwarzen Ritter noch weiter upgraden. 101, 202. Das ist halt schon eine MVP-Karte. Und jetzt können wir sie auch endlich ausspielen. Sie kommt irgendwie, glaube ich, links hin. Da habe ich weniger Einheiten stehen. Und wie ihr seht, also der schwarze Ritter sorgt dafür, dass man das Spiel gewinnt. So, dann Segen, dann aktivieren die Führungskraft. Ups, was war das jetzt? Achso, das war die falsche Karte. Jetzt können wir eine Karte upgraden. Nee, hä, was? Okay, jetzt bin ich selbst verwirrt. Den Verteidigungswall bauen wir hier drüben hin, damit alle Einheiten, die hier sind, dann einfach rüberkommen. Die Schildratte bauen wir dazu. Unsterblich. Und die Akro. Hier kommt nach links. Dann ziehen wir noch eine Karte nach. Ja, die erste Hilfe können wir gleich auch mit ausspielen. Und dann rerollen wir einfach. Und so geht das ganze Spiel durch. Plus 2 Ratizen ist immer gut. Unsterblich kostet halt leider 3. So. So. Jagd. Züchten, heilen, Berserker, unsterblich kriegen wir da drauf. Dann reloaden wir und wir haben wieder einen schwarzen Ritter, perfekt. Dann upgraden wir das. Das so, wir können upgraden. Wähle aus folgenden Karten aus: Verteidigungswall, Haus und Wachturm. Erhalte 2 Kopien von der gewählten Karte. Da können wir auch Verteidigungswelle nehmen, um ein bisschen weiter abzugraden. Ja, damit können wir das Gebiet etwas erweitern. Töpfer gesucht, das ist ärgerlich. Ich werde wahrscheinlich... Die ist schlechter, das heißt, die schmeißen wir weg. So, aufrüsten noch. Und dann fehlt uns natürlich wieder ein Ratiz, um den schwarzen Ritter zu aktivieren. Aber 106, 102, das ist eine Karte, die muss so mitgenommen werden. Alles andere wäre... Naja, doof. So, hier haben wir noch 7 Sekunden, dann können wir noch ausspielen. Und es macht halt schon einen Unterschied, wenn man die normalen Karten nimmt, die dann halt 5-6 Angriff haben, oder eine mit 106, dann werden halt viele Einheiten einfach ge-one-hitted. Und das ist ja unser To-Go. So, jetzt haben wir hier direkt Upgrade und wir upgraden gleich einen Verteidigungswall. So, jetzt
das ist der Verteidigungsfall Level 2. Wir können ihn leider nicht auf den hier spielen, aber wir können ihn da drauf spielen. Und dann hat er natürlich auch weitaus mehr Leben. Jetzt müssen wir noch die Einheit rüberschicken. Ich verliere all mein Gold, minus 3 Sekunden, dann nehmen wir halt minus 2 Ratisen in Kauf. Aktivieren Züchten, dann kriegen wir das auch wieder rein. Militärshaushalt, plus 2 Ratizen. Und gesucht. Die haben noch eine Verteidigungswahl. Das bringt uns nichts. So, da kommen die Einheiten wieder. Ach, ärgerlich. Jetzt machen die natürlich den neuen Wall kaputt. Aber gut, was soll's. Muss man mitleben. Das sind sehr, sehr viele Gefahrenkarten. Das ist auch nicht so. Plus 5 Karten. Perfekt. Dann upgraden wir gleich alle. Das machen wir gleich so. Und dann kommt hier unsterblich drauf. Viel zu viel Kohle. Gut, das Ding ist zwar kaputt, aber was soll's. Und da haben wir wieder einen weiteren. So, erstmal alle hochheilen, Töpfer, Jagd, Getreide. Und uns fehlen wieder Einheiten für den Schwarzen Ritter. Da haben wir ihn wieder. Wunderbar. Kann man gleich wieder reloaden. Hier drüben ist noch frei. Das Kloster. Und da haben wir einen neuen Schwarzen Ritter. Das ist schön. Das heißt, wir müssen jetzt auch das Kloster bauen. Dahin. Züchten, Wehrpflicht und. Abklingzeit der Anführerfähigkeit minus 20 Sekunden, neu ziehen, Abklingzeit minus 3 Sekunden, wir nehmen die Anführerfähigkeit und wir nehmen den Segen mit, dann kann nicht repariert werden, solange Gegner da sind. Jetzt kommt ihr hier rüber und dann kommt der schwarze Ritter. Stopp. So, schwarzer Ritter. Und go! So, jetzt werden wir hier drüben einfach mal Einheiten heilen. So. Führung, Rettung, plus 5 Karten. Welches upgraded? Der Berserker ist upgraded. Dann kriegt der Berserker die Einheiten. So, kommen noch weitere Einheiten dazu. Und wie man uns oben am Geld sieht, brauche ich auch gar kein Geld mehr. So, wir reduzieren die Kosten einer Karten. Und zwar reduzieren wir den schwarzen Ritter. Wobei das Reduzieren der Kosten jetzt auch mittlerweile egal ist. Von daher, so, Töpfer, heilen wir hier vorne die Einheiten, dann upgraden wir alle unsere Einheiten, packen die da rein, plus 5 Karten, damit wir nicht so viel nachziehen müssen. Getreide, Getreide, hier kommen noch 2 Gefahren rein. So, und Hausgeld oder Segen, hier kann noch eine Karte mitnehmen und das wird jetzt immer so weitergehen. Plus ein Kopfgeld, er hat eine Gefahrenkarte, eine Bannerratte. Wir können aber auch einfach mal das mitnehmen. Das klingt eigentlich ganz gut. Damit können wir unsere Sachen safen. Und jetzt können wir eine Karte upgraden. Wir können reparieren oder gleich den Unsterblich upgraden. Wir nehmen den Unsterblich, weil Einheitenkarten in gebufft stärker sind, logischerweise. So, reload mal. Und da haben wir einen schwarzen Ritter. Rettung. Unsterblich. Wir haben einen Händler da. Was bringt uns der Händler? Der bringt einen zweiten Schwarzen Ritter, den brauchen wir nicht. Ein Lanzenreiter oder ein Lager. Plus 4 Lebenspunkte Militärkarten. Nehmen wir mit. Und ja, wir brauchen keine Geldkarten mehr. Das ist an der Stelle egal. So. Führung nehmen wir mit. Reparieren nehmen wir für den Wall. Und der Legionär. 74 oder 92, der muss unbedingt rein. Der Gladiator auch, das heißt, wir verzichten an der Stelle einfach auf den schwarzen Ritter. Haben nämlich nichts zum Wegwerfen. So, Segen, wir reduzieren eine Karte im Deck. Nehmen wir wieder den schwarzen Ritter. Und dann wird er auch noch 19 kosten, wobei das Geld mittlerweile auch egal ist. Züchten, aufrüsten. Das Lager wollten wir bauen. Da ist Platz für ein Lager. Mehr Aggro. Und dann sind wir schon bei Welle 29, da kommt da drüben noch eine Armee hin. So, Töpfer, Führung, Jagd, Wehrpflicht. So, plus 5 Karten. Züchten. So, einmal durchklicken, Reload.
Und da haben wir wieder Dingens. Das sieht auch gut aus. Dann Upgrade, Aufrüsten, Akku, Erste Hilfe, Unsterblich, Schwarzer Ritter. So, hier können wir eine Karte auswählen. Braucht man nicht mehr. Eine Medikarte, bis du 6 in der Hand hast. Entferne eine zufällige Medikarte aus der Hand. Nö, braucht man nichts. Dann nehmen wir wieder einen Segen mit. Und an der Stelle können wir halt endlos weitermachen. So, damit ist der Karte Ritter weiterhin günstig. Wir können hier einen Wall reparieren. Nehmen wir den da. Das machen wir, das machen wir, das machen wir. Und hier kommen noch ein paar Einheiten rein. Einfach weil wir es können. Und hier drüben kommt jetzt aber dann der Boss. Gut. Achso, verdammt, da war was. Das spielen wir aus, das spielen wir aus, das spielen wir aus. Wehrpflicht spielen wir aus, Züchten spielen wir aus. Und der Schwarze Ritter killt irgendeine Gefahrenkarte. Und ja, so geht das halt weiter bis ins Endlose. So, Töpfer, Operation, zieht Karten nach. Erste Hilfe, Züchten, Rettung, Gefahr, reparieren brauchen wir hier nicht. Hier müssen wir reparieren. Agro, Getreide, Unsterblich. So, die beiden upgraden wir. Jetzt sind wir bei Welle 30. Und die Welle 30 kommt jetzt von rechts, wenn ich mich richtig erinnere. Da haben wir einen Boss mit sehr, sehr viel Leben. Schauen wir mal, was der gegen unsere Armee ausrichten kann. Ja, wir haben einen Schwarzen Ritter mit 121, 152. Das ist halt eine ganze Menge. Und wie ihr seht, die Einheit ist platt an der Stelle. Ja, damit habt ihr gesehen, wie man recht einfach Level 30 erreicht. Ich hoffe, euch hat das Spiel gefallen und die Taktik kann man für den General an sich immer weitermachen. Man kann das natürlich noch weitaus verbessern, indem man an einem bestimmten Punkt den Heiler mitnimmt. Dann muss man nicht immer manuell heilen. Es gibt dann noch eine Einheit, die einfach direkt immer alle paar Sekunden heilt. Dann ist auch der Gladiator weitaus besser, als er jetzt in dieser Stelle war, weil dann ist der Gladiator einfach eine reine Tank-Einheit, die frisst einfach so viel Leben. Das passiert's. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst doch einfach ein Like da. Wenn nicht, dann halt nicht, aber ich würde mich freuen. In diesem Sinne, viel Spaß, bis bald, ciao!